So, Hallihallöchen, da sind wir wieder, unsere beiden, ja, Weltraum-Lufthelden hier. Mit Kurs auf, ja, wo drauf denn eigentlich? Jo, gucken wir doch mal im Saints-Book. Im Saints-Book? Ja, was wir da denn hier, Attentate zum Beispiel. Okay, machen wir ein Attentat. Komm, Almonzo, Mr. Roller, für immer abgetaucht, den machen wir jetzt mal. Okay, ist das Koop oder nicht so? Hast du schon Ziel ich gewählt? Ich habe Ziel gewählt. Dann wähle ich jetzt auch ein Ziel. Das scheint nämlich nicht kooperativ zu sein, also müssen wir nicht im Koop machen. Aha. Du hast dich bereit erklärt, für jemanden ein Ziel zu eliminieren. Liest dir auch die Jobbeschreibung durch? Warum fliege ich auf einmal so hoch? Was ist hier los? Weil wir von einem Hochhaus gestartet sind, du Schimmel. Nein, ich bin gerade irgendwie hochgeflogen. Ach so. Befolge die Anweisung des Kontrakts. Aha. Was für ein Kontrakt haben wir? Keine Ahnung. Ich guck mal. Attentate. Der da. Mr. Roller, für immer abgetaucht. Ich repräsentiere die Zuständigkeit, den zuständigen professionellen Zocker von Steelport. Und wir sind sehr ungehalten darüber, dass Almonzo nicht abgetaucht ist, wie von ihm verlangt wurde. Lass ihn permanent verschwinden. Schikanier seine Luchadore-Kumpel in The Grove, damit er sich zeigt. Seine Luchadore heißen die, Mann. Bla bla bla, Luchadore. Wo sind die? Bei wem? Er lutscht, ist mir egal. Ich guck mal auf der Karte, ich glaube, ich werde beschossen. Ne, das war ich. Achso, okay. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ach da! Okay. Old Steel, Power and Light. Wir haben irgendwie keine Ziel. Kein Ziel mehr, nee. Oder? Na ja, gut, sonst machen wir, was haben wir denn so noch? Bargeld? Da ist das einfach. Oh, hier. Warte mal. Ach, Luchadores ist einfach die Insel. Nein, das ist wem das gehört. Die Luchadores sind die Kämpfer. Gut, dann müssen wir da jetzt runtergehen und einfach ein paar Leute verfolgen. Hier jetzt unter uns? Ja. Okay. Boah, ich bin. Was? Alter, was? Mach das kaputt da jetzt! Ich hau mit meinem riesengroßen Tildo darauf ein. Achso, oh. Hat niemand gesehen. Warum hast du den eigentlich? Weil ich den ausgerüstet habe. Ja, aber warum hast du den? Ich hab den nicht. Warum hast du den nicht? Ich hatte den. Ich weiß es nicht, warum ich den hab. Und du nicht. Das war gut. Was hast du für eine Waffe? Scharfschützengewehr habe ich jetzt gerade. Achso, okay. Hast du Bürger getötet? Nein. Ach, aber der panische Wagen hat die Frau überfahren und den Ärger kriegen wir. Nein, ich habe auch eine Frau überfahren. Ja, Quatsch, ich habe Du hast die Frau hier erschossen. Nein, den Typen im Auto. So. Weil wir haben jetzt die Cops auf dem Hals irgendwie. Macht ja nix. Aber irgendwie auch doch nicht, weil keine kommen. Ja. Okay, ich steige hier hin. Die braucht das Auto ja nicht mehr und jetzt habe ich mich einfach auf sie draufgesetzt, okay? Ja, pff, warum nicht? Jo. Oh, da ist eine Gegnerballung. Ja, da fahre ich direkt mal rein. Okay. Hatte ich, Bandenoperation, OP wollte ich jetzt sagen. Fahr da mal mit ihrem eigenen Auto rein. Oh. Du hast mir mein Ziel genommen, quasi. Oh, ich muss nachher. Ach, ich habe ja nicht so viel Munition, ne? Was? Hast du mit diesem Granatenwerfer geschossen? Nein. Okay. Das war nämlich so riesen explosionsmäßig viel Ding, Gegner. Ja, weil ich da irgendwo reingefahren bin. So, okay. Das Ziel ist da, das Ziel ist da. Also das Ziel kommt. Da. Okay. Ich glaube, ich habe eine entsprechende Waffe dafür. Er kommt näher, er kommt näher. Da kommt er, ach, da ist er. Ich bin aufgestiegen.
Hast du ihn gekillt? Nein. Noch nicht. So. Alter. Da sind so viele da hinten. Ich bin schlecht. Ich bin ein ganz schlechter Grenadier. Granate! Das wirft doch. Aber was machst du denn da oben? Gar nichts. Er explodiert aber so viel. Ach, das ist er. Er hat einen Multigranatwerfer. Alter. Kommst du? Bist du da? Hilfst du mir? Ja. Gut. Er ist nämlich mega der böse Bubi. Merkt das schon. Vielleicht sollen wir erstmal die anderen erledigen. Habe ich gerade. Okay, so stark ist er auch nicht. Ja, weil er nicht zurückschießt, da man auf ihn schießt. Er ist tot. Hat er was fallen lassen? Ich will immer einen Gegner looten. Ja, der hat was fallen gelassen. Eine GL20. Habe ich die schon? Was ist das? Wo habe ich die denn jetzt? Ich hab die gerade fallen lassen? Ja, hier. Oho. Temporäre Waffen. Waffe kann nur begrenzt oft eingesetzt werden, okay. Und zwar bis ich sie fallen lasse. Okay. Hauptsache, das ist so eine Granaten-Gatling. Voll krass. Hauptsache, ich treffe überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich werde erschlagen von Granaten. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich mit Granaten erschlagen. Oh. Alter, doch. Oh. Mir ist klar, dass wir hier niemals lebend rauskommen werden. Ach doch. Meinst du? Wie wär's, wenn wir uns ein Auto schnappen und abhauen? Ich weiß nicht, ich würde die Munition jetzt gerne noch leer schießen. Ich bin schon längst leer. Ich bin jetzt auch leer. Jetzt habe ich plötzlich ein Dildo in der Hand. Und schlag euch mit meinem Dildo! Nimm das! Alter! Der Centurion. Was? Da ist noch so einer. Boah! Ich bin einfach überfahren. Und jetzt hatte ich auf einmal so ein Quicktime-Event. Mein ureigenen Dildo ins Gesicht geschoben. Und ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja, fahr ruhig weg. Ich komm jetzt zurück. Okay, ich bin drin, fahr los. Der Typ steht auf dem Auto, was? Ich blick nicht durch. Oh, aber alle vier Reifen sind platt. Das merkt man sofort am Fahrverhalten. Es ist nämlich wieder gut. Versuche hier mal den Fahrer ein bisschen zu erwischen. Du könntest mal aufs Navi gucken, wo wir denn hin müssen, um nach Hause zu kommen, um uns in einem Domizil zu verstecken. Ja. Wir sind da, dann müssen wir... Oh. Das ist ja eine Sackgasse. Ich muss wieder umdrehen. Krass. Nein, nein, fahr geradeaus, fahr jetzt rechts. Rechts, ei, ei. Entschuldige, für das Kurvenverhalten bin ich zurzeit nicht verantwortlich machbar. Dingsbar, wie auch immer. Ja, hier weiter. Okay. Dem Straßen. Ja, aber du solltest mich schon mitnehmen. Warum bist du denn ausgestiegen? Bin ich rausgestiegen, bin rausgefallen. Ja, weiß ich nicht, weil du irgendwo gegengefahren bist. Ja. Auf jeden Fall habe ich einen Passanten überfahren. Jetzt wurde ich überfahren und bin fast tot. Scheiße. Und da ist so ein großer, böser Bubi. Ja, ich sehe es. Ich... Nein! Ich bin weg. Alter. Ich bin geflüchtet. Bitte fühle dich nicht von mir verlassen, aber ich habe dich verlassen. Ich merke schon. Ich schieße jetzt aus der Distanz. Jetzt regeneriere ich mich. Jetzt komme ich gleich wieder zurück und hilf dir und... Alter, die überfahren einander alle. Ich regel uns hier gleich mal ein Auto.
Vielleicht laufe ich auch besser einfach weg. Ich habe gerade eins. Die sind ja nur... Nein. Überall. Jetzt fahre ich auch gerade voll schlecht. Oh Gott. Was ist hier denn los? Mein Auto brennt. Ich sollte aussteigen. Ja, solltest du. Oh, das ist ja... Charming. Scheiße, 5 Sterne bei denen, nein. Alter. Oh, hier stehen Autos. Sehr gut. Wo steht ein Auto? Ach, hier da. Hier stehen überall Autos. Hier. Kann auch nicht... Achso, ja, okay. Flieh, mein Freund, flieh! Lauf! Bring dich in Sicherheit! Ich, nee, das Auto will ich nicht. Ich hätte das Auto nehmen sollen! Fuck you! Das ist eine der Situationen, wo man nicht wählerisch sein sollte. Oh, fuck you! Oh, wir sind ja schon da. Oh, Polizei ballert uns auch gerade an. Ich bin zu Hause. Nein, jetzt bin ich ins Auto eingestiegen. Ich gehe dann mal da jetzt rein. Ich auch. Oh Gott. Alter. Sicher. Ballern da draußen immer noch rum. Ja, prügeln sich wahrscheinlich mit der Polizei. Ich habe ihn mit einer Explosion gekillt. Sehr gut. Voll. Das war lustig. So, Arsenal. Ah, ich glaube übrigens, dieser gelbe Halbkreis signalisiert, zeigt die Munition an, die wir haben. Alter, ja. Die Typen stehen in unserer Wohnung. Ach echt? Bei mir nicht. Die stehen im Flur, Hilfe! Er bringt mich um! Ah, Junge, kann man dich denn nicht alleine lassen? Alter! Da stehen 2 von diesen Megatypen! Ja, ich helf dir ja! Ich... warte. Oh shit, oh fuck, oh no, what? Alter, das ist doch nicht normal. Warum stirbt er denn nicht, wenn ich ihn mit der Granate... Leg mich mal schnell wieder. Ich bin tot. Ich hatte einen Ladeschirm und dann war ich tot. Oh Gott. Ich hab doch gesagt, du sollst ihn nicht angreifen. Ich hab die nicht angegriffen. Du hast eine Granate daraus geworfen. Ja. Das könnte man auch als Angriff bezeichnen. Ja. So, egal. Ich habe hier gerade eben ein Fragezeichen-Ding gesehen. Das würde ich gerne mal erkunden laufen. Ja. MP ausgewählt. Ja. Entschuldigung. So. Warum schwebt das Auto hinten? Ne? Will ich gar nicht erst wissen. Ups, Aufträge wollte ich gar nicht hier. Karte. For sale. Was? Sondern Rabatt. Das Gebäude kostet einfach nur 1000. Kaufen wir das Immobilie, doch. Immobilie, nach da, wo du bist. 2% Kontrollerhöhung Stanfield. Das ist... $100 pro Stunde. Weiter. Ah ja, cool. Können wir uns da jetzt auch drin verstecken? Da habe ich auch noch ein Gebäude. Werde ich mir mal angucken gehen. Dafür brauche ich ein Auto. Oh, mein Handy? The police are always in our shit and we can't get nothing done. Maybe you can thin them out a bit. Ah, echt? Was? Oh, was ist das denn? Aufgabe? Ja, anscheinend muss ich hier plötzlich Polizisten töten. Müssen die Reihen der Polizisten ausdünnen. Ja. Ich komme mit dem sexy Kitten. Okay, Oh, sogar mit Nitro. Welle 2. Nee, doch nicht. Alter! Junge, was ist das für ein krasses Auto? Was? Der schwarze hier ist ein Polizeiwagen. Nein, das, was ich hier habe.
weiß ja nicht, was du hast. Sexy Kitten. Autsch. Was? Oh Gott, nein! Sogar mit Nitro. Welle 2 zu 5. Hat die Waffe? Heftig. Nein. Da ist ein Heli. Kommst du da mit der Fahrzeugwaffe dran? Ja. Okay, hau drauf. Boom. Nice. Das gefällt mir. Boom. Uiuiui. Oh, es sind irgendwelche anderen. Oh, das waren Saints. Alter, jetzt kommen die hier schon mit Militär oder was? Echt so? Oh ja. Nein! Wiederbeleb mich schnell! Ich komm zu dir. Wo denn da? E halten, um wieder zu beleben. Und ich lieg wieder. Hä? Und jetzt bin ich tot. Ich weiß auch nicht, wo die Aufgabe jetzt herkam. Von meinem Handy. Ach so. Okay. Okay. Ich hab ein... Irgendwo ein... Cooler... Ich fahr mal... Ey, dein Auto ist stärker als Alter! Mein. Du hast angefangen, mich abzudrängen. Ich hab gar nichts gemacht. Dafür haben wir immerhin 16 Respekt gekriegt. Also ich. Ja, toll. Ups. Entschuldigung, Freunde. Wir haben die Cops am Arsch, weil ich Passanten überfahren habe. Entschuldige. Hier gibt's ein Geschäft. Ja, dann bin ich schon auf dem Weg. Erwerben möchte. Achso, da ist das For Sale schon. Rusty's Needle für 5000. Ja, kaufen. Autsch. $500 pro Stunde und 10% Rabatt. Da könnte man sich ja dann auch glatt mal drin umgucken. Ja. Ach so, da bist du. Oh, das sind Tattoos. Ja. Das mache ich dann ja aber, wenn ich mal mein Outfit geändert habe. Weil jetzt, ganz ehrlich, Tattoos, nee. Oh, Tattoos, ich will Tattoos. Wo bist du? Hier vor unserem Geschäft. Ich habe nichts gemacht jetzt gerade, ne? Auch nicht, Feuer nicht, schieß nicht, der ist nicht böse auf uns. Tattoos. Oh, jetzt. So. Hab nichts gemacht. Wirklich nicht. Der hat mich provoziert, der hat auf mich geschossen. Habt ihr alle gesehen? Ich hab's auf Band. Ich fürchte, ich muss dich jetzt ein bisschen verteidigen. Du mich? Ja, ich glaube schon. Das war übrigens gänzlich unabsichtlich. Mhm. Hier kommt so ein schönes Warum blaues. Das gut. Oh, weil das ein ziviler Polizist war anscheinend. Ich sollte aufhören, schießwürdig zu sein. die lassen doch auch Geld fallen, oder? Tun sie? Eigentlich schon. Ach ja, wenn ich da schon so einen Stern habe, dann kommt dann noch einer hin. Nee. Mach ich auch in dem Blau. Doch. Du sternst dich? Ja. Weißt du, wie ich das eigentlich mal vorhatte, you know? Ja, ich weiß. Musst du dir aber gleich das Top vom Körper reißen. Also dein Unterhemd. Und ich guck derweil mal auf die Karte. Warum müssen wir denn
dahin. Hm. Was hältst du davon, wenn wir das mit dem Einfluss strategisch machen? Ja. Und zwar haben wir da ja schon Shandys Loft, das Domizil. Ja. Und da habe ich auch schon ein Gebäude gekauft. Und da ist jetzt noch ein Rimjobs und ein Friendly Fire. Ja. Und würde ich einen Punkt zum Friendly Fire setzen und den mal aufkaufen. Der kostet nämlich 5000. Und dann haben wir zum einen Waffenladen, wo wir Prozente kriegen, und zum anderen mehr Kontrolle in dem Gebiet. Ja, es ist... Okay. Dann mache ich mich da mal hin auf den Weg. Und hier steht zufälligerweise ein leeres Auto. Das ist, glaube ich, sogar mein Auto. Das ich käuflich natürlich erworben habe. Baller mich hier jetzt zu mit Tattoos. Okay. Das war unbeabsichtigt. Oh, hier, guck mal, da kriegt er schon Rasierer hin auf den Unterarm. Ein Rasierer. Jo. Warum ein Rasierer? Was ist das denn? Muss ich denn lang? Was hat das Auto denn für ein Straßenverhalten, meine Güte? Guckt euch das doch mal an, hier ist ja... Also, nee. Du kannst als Tattoo hier links und rechts auf die Hände schreiben, einfach. Das ist auch toll. Für die Leute, die links und rechts schwach sind. Ja. Okay. So, jetzt bin ich hammerhart tätowiert. Ups, denn jetzt habe ich im Tätowierstudio aus Versehen ein bisschen geschossen. Oh, okay. So, jetzt habe ich das Friendly Fire gekauft. Und wir haben schon wieder Überlänge. Wollen wir dann jetzt mal hier ein Folgenpäuschen machen, und in der nächsten Folge gehe ich da mal rein und du kommst mit, und dann suchen wir uns neue Waffen aus. Ja, alles klar. Weil ich habe aber gleich noch hier ein Geschäft, wo ich noch mal rein wollte, was ich noch mal kaufen wollte, eine Immobilie. Okay, dann machst du das und ich suche mir neue Waffen aus. Okay, das machen wir gleich in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.